Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem, ich wünsche Ihnen Gesundheit. Wissen Sie, ich glaube schon, dass das das Wichtigste ist. Haben Sie überhaupt mitbekommen, es gibt Forscher, die haben herausgefunden, um gesund zu bleiben, muss man lachen. Weil natürlich, um zu lachen, braucht man einen Grund, hein, und heutzutage ist nicht so ganz einfach. Deshalb gibt es in Deutschland einen neuen Trend, das heißt Lach-Yoga. Das Prinzip, man trifft sich zusammen, man lacht, aber ohne Grund. Lach-Yoga. Lach-Yoga, das kommt aus Indien. Und als die Lach-Yoga erfunden haben, haben die gesagt, okay, dann können wir das nach Deutschland exportieren. Dann haben wir Inder auch was zum Lachen. Indien, ein Land bekannt für verstopfte Straßen, Atombomben und schlechte Filme. Ja, genauso wie Frankreich. Also, eine Gruppe von Deutschen, die sich treffen und die machen ha, 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 das war klar. Ich musste einen Film darüber machen. Heute mein Thema Lach-Yoga. Was ist Lach-Yoga? Lach-Yoga ist ein Gymnastik, ein Lachen ohne Grund. Ohne Grund? Ohne Grund, ja. Aber es ist nicht lustig, eine Hand. Das soll ein Buch sein. Handy! Was? Das verstehe ich wieder nicht. Handy, Telefon! Ja, ich hab... Das ist ein Telefon! Nee, das ist eine Hand. Nein, das ist mein Handy. Nee, es ist eine Hand. Hallo? Sie brauchen ein Handy? Nein, ich brauche kein Handy. Ich habe ein Handy. Nein, das waren nur Finger, was Sie mir gezeigt haben. Wenn Sie einen Notfall haben, können Sie von meinem Handy anrufen. Ich brauche nicht, danke. Warum haben Sie gesagt Handy dann? Moment, halt. Was ist das jetzt? Ich atme. Ich auch. Ist das eine Bedingung, dass man für Lach-Yoga einen Dachschaden haben muss? Oder ist das es ist vielleicht nicht von Nachteil, aber eine Bedingung ist es nicht. Es ist hilfreich. Hilfreich. Wir trinken jetzt einen E-Cocktail. Ja, genau, dann machen wir. Es gibt den Begriff Lachsack in Deutschland. Ist das gemeint, ist das eine Hodenerkrankung? Das habe ich noch nie gehört. Ich weiß nur von so einem Spieler, den hat man da drauf gedrückt, dann fing dieser Sack an zu lachen. Das davon kenne ich das. Ja, ich möchte nicht, dass mein Sack lacht. Das heißt, wenn ich Lach-Yoga mache, kriege ich keine Hodenerkrankung. Nee, das glaube ich nicht. Haben Sie davor Angst? Naja. Naja. Sie nicht? Ich habe ja keine Hose. Also, Sie haben gesehen, Lach-Yoga, das ist schon eher für Mädels und eventuell für Weicheier.